Wir alle besitzen ein Wunderwerk der Technik und es ist sehr wahrscheinlich gerade entweder in unserer Hose oder in unserer Hand. Wir können damit wohin navigieren, unseren Freunden schreiben, diesem Video hier eine positive Bewertung geben und ab und zu sogar telefonieren. Außerdem werden riesige Events dafür veranstaltet, die global so ziemlich alle Augen auf sich ziehen, nur um neue Features oder neue Farben anzukündigen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin absoluter Fan davon. Alter, das gibt's jetzt auch in Blau? Hi Mom, ja, mir geht's gut. Kannst du mir vielleicht 1349 Euro borgen? Es wäre halt wirklich wichtig. Die Rede ist natürlich von meinem iPhone. Dem hier. Nicht sonderlich spannend, oder? Das hier ist die kleinste Violine der Welt. Okay, Dominik, warum zeigst du uns das jetzt? Weil das hier ist das kleinste Handy der Welt. Wirklich jetzt, das hält den Weltrekord für das kleinste funktionsfähige Telefon der Welt. Und wie funktionsfähig oder praktisch dieses Wunderwerk der Technologie ist, werde ich die kommende Woche rausfinden, da ich mein geliebtes Smartphone gegen ein Handy, welches kaum größer als eine Münze ist, tauschen werde. Übrigens sind die Amazon Reviews absolut göttlich. Hier beschwert sich jemand, dass das Handy zu klein ist und 31 Personen fanden das hilfreich. Ich meine, es steht in der Beschreibung, dass es verdammt klein ist. Das ist bekannt als das kleinste Handy der Welt. Damit wird geworben. Was hast du erwartet, Bro? Aber warum in aller Welt, Dominik, willst du das hier benutzen? Nun, um einfach mal wieder ein wenig digitalen Minimalismus zu betreiben. Ich bin abhängig von meinem Smartphone. Es ist das erste, was ich in der Früh in die Hand nehme und in so gut wie jeden kleinen Moment in meinem Leben, in dem ich gerade nicht irgendwas zu tun habe oder so, benutze ich es. Doch auch wenn ich dieses Gerät wahnsinnig wertschätze für alles, was es kann, manchmal sorgt es dafür, dass ich mich schlecht fühle. Ich meine, ich gehe einmal auf Instagram oder so und bekomme all das Schlechte, was gerade auf der Welt abgeht, in Form von Überschriften in mein Gesicht gedrückt. Außerdem lenkt es mich oft ab und ich habe wirklich Paranoia, wenn ich mal längere Zeit nicht erreichbar bin. Doch das Zanko Tiny T1 sollte mir das Beste aus beiden Welten geben. Ich bin erreichbar, aber ich habe keinen Anschluss zu irgendwelchen Ablenkungen oder Push-Benachrichtigungen oder so. Übrigens bekommt dieses Handy nach dem Video einer von euch. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, diesen Kanal zu abonnieren, das Video positiv zu bewerten und zu Ende zu schauen und mir dann einen Kommentar dazulassen, bei dem euer Instagram-Name irgendwo steht. Ich werde dann nach 14 Tagen nach Video-Release zufällig einen Kommentar auswählen und derjenige, der den Kommentar verfasst hat, kriegt das hier zu sich nach Hause geschickt. Natürlich kostenlos. Zuerst habe ich mir eine Wertkarten-SIM besorgt und die Verkäuferin hat mich ausgelacht und hat mich gefragt, wer diese SIM heutzutage noch ernsthaft benutzt. Leute, die das kleinste Handy der Welt benutzen, okay? Und Kriminelle, denke ich. Am Anfang hatte ich zuerst Probleme, das Teil überhaupt anzuschalten, da ich so einer bin, der die Betriebsanleitung direkt nach dem Auspacken sofort wegwirft. Doch dann fand ich es raus und das erste, was das Handy getan hat, waren Schüsse von einer Schrotflinte abzuspielen. Das hat mich zuerst ein wenig irritiert, aber dann fand ich heraus, dass das Ganze der SMS-Ton von diesem Teil ist. Nice. Doch bevor ich mich ausgiebig mit den ganzen Features, die dieses Handy zu bieten hat, beschäftigt habe, habe ich erstmal beschlossen, meine Mom anzurufen, um herauszufinden, ob man mit dem wirklich telefonieren kann. Hallo Mom, hörst du mich? Gute Neuigkeiten, ich rufe dich vom allerkleinsten Handy der Welt an. Krass, oder? Und die Lehrer haben immer gesagt, aus mir wird nichts. Nach diesem geistreichen Gespräch mit meiner Mutter war ich begeistert. Man kann mit dem Teil wirklich kommunizieren und die Tonqualität war der Größe entsprechend echt nicht schlecht. Aber jetzt kommt das Allerbeste und zwar hat dieses Handy einen Stimmverzerrer eingebaut. So sollte ich mich als Blau anhören. Ich denke nicht, dass mein iPhone einen Stimmverzerrer eingebaut hat, daher kleinstes Handy der Welt 1, mein iPhone 0. Aber jetzt mal wirklich, warum hat das überhaupt einen Stimmverzerrer? Nun, ich denke nicht, dass da irgendeine böse Intention dahinter war. Ich denke einfach nur, dass das ein lustiges Gimmick sein soll. Aber nichtsdestotrotz gibt es mit diesem kleinen Handy große Probleme. Durch die Größe ist es ziemlich einfach, das an Orte zu schmuggeln, wo kein Handy sein sollte. Viele Länder denken deswegen auch darüber nach, den Verkauf von genau diesem Handy zu verbieten. Und ich glaube, manche Länder haben es schon verboten. Auch andere Features, wie zum Beispiel der Stimmverzerrer oder die geringe Größe und der geringe Preis, führen dazu, dass das bei Menschen beliebt ist, die nicht so die legalsten Dinge machen. So stand das zumindest im Internet. Doch ich wollte testen, ob man mit diesem Ding wirklich problemlos seinen Alltag bewältigen kann. Die häufigsten Dinge, die ich auf meinem iPhone mache, sind Social Media checken, Fotos, mit Menschen schreiben, Musik hören, online shoppen und ich bestelle damit auch ziemlich oft Essen. Und deshalb habe ich über die nächsten Tage probiert, genau diese angenehmen Vorteile eines Smartphones irgendwie beizubehalten. Ich habe all meinen Freunden meine neue Nummer gegeben und habe denen gesagt, sie sollen mich bitte über SMS kontaktieren, da dieses Ding weder WhatsApp noch iMessage oder so hat. Doch was mir relativ schnell aufgefallen ist, war, dass SMS-Schreiben auf diesem Ding einfach das mühsamste ist, was es auf diesem Planeten
gibt's. Nicht, weil man hier noch dieses komische Tastensystem hat, welches nicht besonders schnell ist, sondern auch einfach, weil die Tasten so unfassbar klein sind, dass ich mich mit meinen Fingern richtig oft verdrückt habe. Das hat zuerst dazu geführt, dass ich immer ziemlich kurze Antworten gegeben habe. Dann hatte ich aber Angst, dass ich irgendwie als unhöflich oder so rüberkomme und habe nach anderen Lösungen gesucht. Es ist auch nicht gerade handlich, die SMS zu lesen, da der Bildschirm halt so klein ist, dass diese SMS da einfach drüber laufen muss und das zeigt immer nur so ein paar Buchstaben. Doch dann passierte etwas Interessantes und zwar habe ich mehr Menschen angerufen als jemals zuvor. Dadurch, dass mir SMS-Schreiben einfach viel zu mühsam war, habe ich beschlossen, mich einfach telefonisch bei den Menschen, die mir wichtig sind, regelmäßig zu melden. Ich hasse es sonst zu telefonieren, ich bin auch immer ein bisschen nervös, wenn mich jemand anruft. Aber in dieser Woche war es irgendwie cool. Meine Paranoia, nicht erreichbar zu sein, war nicht vorhanden, da ich ja erreichbar war und mein iPhone und all seine Ablenkungen lagen meistens meilenweit weg von mir. Es waren keine Push-Benachrichtigungen vorhanden, die ich checken konnte und sonst auch nichts, was mich irgendwie gereizt hätte. Die verdammt kleine Benutzeroberfläche macht das Handy einfach mühsam zu bedienen und deshalb tat ich das wirklich nur, wenn ich wirklich musste, was in meiner Welt ein positiver Nebeneffekt war. Aber was definitiv ein Problem war, war die Musik. Ich schaffte es nach einer halben Stunde irgendwie, dieses Ding mit meinen AirPods zu verbinden. Es hat sogar Bluetooth, jedoch konnte es dann einfach keine Musik abspielen, da das keine Musik speichern kann und auch keinen Internetzugang hat. Es hat nicht mal so eine Internettaste, wo man früher immer Panik hatte, wenn man da drauf gedrückt hat. Alles, was ich hörte, war diese Stimmen, wenn man auf die Tasten drückt. Etwas, was mir auch extrem abging, war halt die Kamera. Ich mache mit dem iPhone schon extrem oft Fotos und Videos, einfach als Erinnerungen und so. Und dieses Handy hat halt keine Kamera. Was auch nicht so top war, war der Akku. Der war halt immer ziemlich schnell leer, wahrscheinlich weil er ziemlich klein ist. Der Rest vom Handy. Doch die ganzen Nachteile waren absolut insignifikant. Wenn man dieses Handy nämlich besitzt, dann stehen die Chancen gut, dass man der coolste Typ im Raum ist. Ich habe mir ein neues Handy gegönnt, Mann. Das neue iPhone 13? Besser. Sieh dir das an. Das ist das kleinste Handy der Welt nämlich. Ohne Spaß. Das ist krass. Du hast Und auch das Essen bestellen war ein wenig komplizierter, als ich eigentlich dachte. Falls ihr euch fragt, wo ich gerade war, bei einem Restaurant, warum? Um mir die Nummer zu notieren, damit ich dann dort Essen bestellen kann. Dominik, wäre es nicht viel einfacher gewesen, das Essen gleich direkt von dem Restaurant einfach mitzunehmen? Ja, aber so macht man die Challenge mit dem kleinsten Handy der Welt. Hat aber funktioniert. Aber jetzt Spaß beiseite. Ich habe die Zeit mit dem Handy, also diese Woche, wirklich verdammt lustig und auch cool gefunden. Es ist natürlich nicht ansatzweise technisch fortgeschritten genug, um mich nicht zu limitieren. Jedoch war es ein Top-Konversationsstarter und hat den Job, den ein Handy machen soll, besser erfüllt als anfangs erwartet. Ich will natürlich ehrlich mit euch sein, ich habe weiterhin am Laptop Social Media konsumiert, ab und zu eine E-Mail bekommen, die mich dann abgelenkt hat und so weiter. Aber vor allem in den kleinen Momenten, wie zum Beispiel auf der Toilette oder während ich gewartet habe, bis der Kaffee fertig wird oder so, hat man den Unterschied wirklich gespürt. Ich fand den Kompromiss auch cool. Während ich im Fitnessstudio war beispielsweise, hatte ich keine Ablenkung und auch keine Angst, dass mich irgendjemand erreichen will, weil ich ja erreichbar war, aber ich war nicht mehr als das, also nicht mehr als erreichbar. Somit war ich in den Satzpausen nicht am Handy, sondern war einfach mit mir selbst und generell hat dieser Handy-Switch meine Bildschirmzeit stark nach unten gedrückt. Ich messe oft, wie sehr ich mein Leben unter Kontrolle habe, an meiner Bildschirmzeit. Die ist an guten Tagen meistens zwischen 1,5 und 2 Stunden und an schlechten Tagen meistens 4 Stunden, manchmal auch 5. Manchmal noch höher. Das ist meiner Meinung nach auch nicht wirklich schlimm. Das Smartphone gehört zumindest in meiner Generation fast schon zum menschlichen Körper dazu. Aber wie schon vorher erwähnt, macht es mich oft unglücklich. Verstehe mich nicht falsch. Ich liebe Technik. Ich bin absolut fasziniert davon und ich würde gerne jedes Jahr das neue iPhone kaufen. Aber ich denke, es ist wichtig, wirklich zu registrieren, wie man sich beim Benutzen von diesen Geräten fühlt. Diese Woche war die erste Woche, wo ich mein Smartphone gedowngradet habe. Sonst war es immer nur Upgrade nach Upgrade nach Upgrade. Und auch wenn dieses Ding nicht viel kann, vielleicht ist der Fakt, dass es mich nicht immer ablenkt oder mich nicht unglücklich macht, das beste Feature, welches ein Handy nur haben kann. Ich weiß, ich rede auf dem Kanal verdammt oft drüber, dass man seine Zeit am Handy limitieren sollte, aber ich finde das so wichtig, dass ich auch in Zukunft drüber reden werde. Mir persönlich geht es einfach besser, wenn ich meine Zeit am Handy irgendwie limitiere. Das macht einen positiven Unterschied in meinem Leben und vielleicht macht es auch einen positiven Unterschied in eurem Leben. Vielen Dank fürs Zusehen, mögen all eure Träume wahr werden. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace!